Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Automation The Car Company Chicken Game hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe hier mal die Auswahl getroffen, dass ich nur Coupés sehen will, weil so richtig Supersportler Sportwagen gibt es nicht. Also nehme ein Coupé und ich hätte gerne nur Mittelmotoren mir anzeigen lassen wollen. Danke. Denn wir wollen ein Mittelmotorfahrzeug bauen. Da gibt es erstmal so ein Mehr-46 in Coupé, wo man das machen kann. Dann gibt es hier diese, die sehen natürlich auch sehr interessant aus. Das sind aber eher Klassiker. Das wollte ich dann eher später machen. Der gefällt mir ganz gut. Der erinnert mich so ein bisschen am Lamborghini oder F40. F40 hat hinten einen riesen Flügel, hat so ein Lamborghini Diablo. Also erinnert mich diese Karosse hier, 95. Ich glaube, da gab es den sogar. Ja, sieht da so aus, oder? Versuchen wir den nachzubauen? Ja. Das ist hier schon wieder alles zu rund gelutscht irgendwie. Könnte man auch einen Bugatti Veyron mal draus machen, ne? Naja, gut. Egal. Ich wollte eigentlich noch mal gucken bei... Ist im Shop wollte ich mal gucken, in dem Dings wollte ich gucken. Naja, gut, habe ich auch nicht gemacht. So, dann wählen wir einfach mal... Ich wähle dieses Coupé einfach aus. Und nehme den Namen... Ja, jetzt. Ein Grand. Der Supersportler wollen wir den erstmal noch nicht nennen. Gut, wir wollen dem natürlich dann erstmal weiter das Chassis geben. Und das wird natürlich dann hier ein... Boah. Machen wir mal Kohlefaser? Oder machen wir mal Aluminium? Aluminium hat Produktionseinheiten. Naja gut, ich meine, die Kosten sollen uns jetzt scheißegal sein, ne? So, Semi-Gitterrahmen. Sieht so ein Mittelmotorfahrzeug aus? Eigentlich nicht. Mitte längs natürlich soll der Motor. Quermotor. Danke für Quatsch. Machen Monocoque, ne? Machen Monocoque-Bauweise. Wird auch aus Kohlefaser entstehen, damit das richtig schön los kann. So, die Frontaufhängung wird. Was für ein Buggy oder so? Weiß ich gar nicht, ob die Supersportler, was haben die für Aufhängung? So, das ist Produktionseinheiten, kostet mehr. Fähigkeit, Gelände, Nutzlast, egal. Ladevolumen, Konstruktion. McPherson-Federbein, das ist der Standard, den man einbaut. Hat wenig. Ah ja, okay, das ist also Sportlichkeit, ist das genau das Richtige. Das Sportlichste, was wir haben. Okay. Dann machen wir das natürlich hinten auch. Weil wir wollen ja sportlich unterwegs sein mit dem Fahrzeug nachher am Ende, was wir hier bauen. Gut, dann geht's weiter. Wir brauchen einen Motor. Und für so einen richtig schönen Mittelmotor, querliegend, gucken wir mal, ob wir einen V12 da reinkriegen, ne? Schön Magnesium, das kann, das darf ruhig. Ich weiß gar nicht, was hat der Diablo für einen gehabt, für einen Motor? Einer von euch? Motor hat er gehabt. Ein Liter steht doch nicht dabei, was? Ja, natürlich. Der Zylinder, der hatte. Ah, na gut. Ein V12 oder mal ein V8? Ein bisschen weiter auseinander natürlich noch ein bisschen die Kolben. Sieht das ein bisschen besser aus, wieder flacher, passt da. Aber wir können sogar einen Boxermotor machen. Oh. Oder maximal bloß 6 Zylinder. Das ist ja Blödsinn. Da können wir einen 10 Zylinder bauen. Dann haben wir einen 10 Zylinder. Schön 10 Zylinder bauen. So. 4 Liter Hubraum. Ja, das ist so eine Frage. Sportlich war ja... Sportlich, ja, was? Größere maximale Kapazität, Varianten von Ventilströmung, kleinere Abmessung, geringeres Gewicht, die Drehzahl, wenig Ventilflattern. Okay, das hat größere maximale Kapazität, ja, okay, kürzere Hub, Motorverwendung, etwas kleinere Abmessung, etwas geringeres Gewicht, Zuverlässigkeit bei hohen Drehzahlen. Zuverlässigkeit bei hohen Drehzahlen, das ist wichtig. Kurzer Hub, also machen wir einen kurzhubigen Motor. Was ist das denn hier? Wechseln da raus. Sieht ja aus. So, wir machen einen kurzhubigen Motor, der kann durchaus. Mal schon. Oh, wir haben schon ein Längenproblem. Wieso haben wir denn jetzt ein Längenproblem mittlerweile?
Da passt er gar nicht so rein. Der V8 passt da auch nicht rein? Engine Bay, Fill Factory, RWD, FED, Größe L, wie? Was ist das denn? Du bist der Motor jetzt schon zu lang. Hallo? Karosserie? Bist du zu klein? Ich hätte gerne einen Mittelmotor. Mittellinks. Ernsthaft, du bist zu klein dafür? Aber es soll doch extra für Mittelmotor gemacht sein. Na gut. Also dieser Pfeil, der macht mich jetzt gerade ein bisschen kirre hier, weil ich wollte eigentlich noch ein bisschen die Bohrung da erhöhen. Ah ja, jetzt ist... War gelb, aber geht. So ein 4-Liter-Motor, denke ich mal, sollte reinpassen, ne? Bisschen kurzhobig machen wir das Ganze. Oh, das wird nicht schön. So. Machen wir mal weiter. Oha, das ist schon grenzwertig. Da darf nicht mehr viel drankommen. Ja, wir wollen ja ein bisschen Leistung haben, ne? Keine Ahnung, was das heißen soll. Ja, wie die Hypefill. Werden wir noch rausfinden. Das ist doch eigentlich, aber ich habe es auch eigentlich auf Deutsch. Na gut, das ist auch wahrscheinlich gar nicht drin in der Übersetzung. Also da kann übrigens jeder auch Hinweise geben zu der Übersetzung, ne? Also der Entwickler ist da, glaube ich, ganz, sieht das ganz gerne. So, Zylinderkopf und Ventile, zwei oben die Lockenwellen natürlich. Und dann vier Ventile auf jeden Fall. Die hätte ich schon ganz gerne. Das Ganze wird aus Aluminium, maximale Drehzahl, ja. Bisschen Gewicht müssen wir auch dran denken, dass wir sparen. Das auf jeden Fall, wenn wir einen Motor schon aus Magnesium machen, ne? Also die Längenausrichtung ist schon grenzwertig, sagt er gerade. Wollen wir natürlich auch gleich mal reinbauen mit. So, dann machen wir die Kurbelwelle. Flat Plane aus gefrästem Stahl. Aus geschmiedetem Stahl. Maximale Drehzahl ist da am höchsten. Ja, Drehzahl brauchen wir. Wir brauchen Drehzahl. So, dann gucken wir mal. Das ist für Drehzahl da. Das ist für Drehmoment da. Drehmoment brauchen wir auch irgendwo an irgendeiner Stelle, ne? Aber das kriegen wir auch da raus. So, leicht auf geschmiedete Emission. Was? Interessiert mich die Emission. Das ist Drehzahl und Drehmoment ist ganz gut und hier ist, ja komm, so. Könnte sein, dass wir beim Drehmoment natürlich ein bisschen jetzt auf dem Dach kriegen, dass wir uns vielleicht eventuell bei zu viel Leistung uns die Dinger einfach auseinanderfliegen. So, die Variable Ventil Timing ist das, glaube ich, gewesen, das machen wir durchaus beidseitig. Die Verdichtung machen wir natürlich ein bisschen höher hier, also 10,5 oder oh, machen wir ruhig 11:1 und dann ist das natürlich hier auch Nockenwellenprofil erstmal, machen wir erstmal schon mal schön, ne, voll auf Rennsport, da wollen wir nämlich hin. Da weiß ich nicht, da kommen wir im roten Bereich, wir machen das mal ein bisschen, ziehen das mal ein bisschen runter. So, dann gehen wir hier weiter, dann sagen wir, dass er natürlich Turbo aufgeladen ist. Das ganze Biturbolader mit Kugellager, das ganze auf Rennsport getrimmt und dann lassen wir die Standardeinstellung erstmal so. Wir müssen sowieso nachher durchgucken, was wir davon gebrauchen können und was nicht. Das auf jeden Fall. Ja. Oben aufgeladen muss der Motor sein. Das Ganze kriegt natürlich dann noch eine Kraftstoffeinspritzung. Und zwar eine... Direkteinspritzung. Machen wir direkt pro Rennsport. Natürlich nur. Haben wir ordentlich was aufgebaut da oben. Na, okay. Das sieht schon mal gut aus. Dann brauchen wir natürlich noch. Dann nehmen wir ruhig das Ultimate da rein. Und dann werden wir uns ja auch nicht mit dem Gemisch lumpen lassen. Ein bisschen fetter darf das ruhig sein. Maximal ist 11,8. Dann machen wir das auch. Der Zündzeitpunkt. Dann ruhig ein bisschen früher stattfinden. Ne, eigentlich ein bisschen später, oder? Auch nicht verdichtet ist. Naja, wir werden mal gucken, wo das sich hinführt. Und die Drehzahlbegrenzung, noch sehen wir ja die Werte nicht. Aber die ziehen wir natürlich erstmal auf. Boah, auf 10.000 Umdrehungen lassen wir zu, erstmal. Ne? So.
Das ist erstmal eine runde Zahl. 10.000 Umdrehungen, das kann man mal versuchen zu erreichen. Wir müssen sowieso noch durch. Das ist keine Sorge. So, dann, was? Kann ich hier keinen Rennsport-Krümmer anbauen? Wieso nicht? Aber wir nehmen Toro-Lader, oder was? So, Auspuff, Doppel, Auspuffklappen geben wir auch dazu. Das kann ruhig ein bisschen dicker werden hier, das Rohr. Da muss ein bisschen was durch. Dann brauchen wir 3 Wege strömungsoptimiert, durchgehend. So, wir haben 400 kW erreicht mit Ventilflatter an 100%, okay. Da müssen wir natürlich was gegen tun. So viel potenziell weniger Zuverlässigkeit. Ah ja, im Bereich der hohen Drehzahl geht das aber erst los. Klicken Sie, um den Motor zu vergleichen. Ich will ihn jetzt nicht vergleichen. So, dann. Ladeluftkühlung ist nicht ausreichend. Okay, also müssen wir erstmal bei der Ladeluftkühlung noch ein bisschen was dazu tun. Ladeluftkühler muss größer werden. So, da zeigen wir mal einen Ladeluftkühler, Verdichter, Turbinen. Ah, jetzt ist Turbine das Problem. Oh, da kriegen wir noch ein bisschen Leistung kriegen wir noch raus und vor allem Drehmoment da hinten. Also das ist ja... Wir müssen den Turbo aber wesentlich weiter vorne kriegen. Also hier ist jetzt der Turbo voll am Arbeiten. Und er schießt da einmal hoch, dann kriegen wir dann unsere 600 kW. Da müssen wir aber noch... Das muss noch optimiert werden. Das sieht ja ganz komisch aus. So, das heißt also, wir müssen mal gucken, wie kriegen wir das denn weiter nach... Vorne, oh. Da würde ich heute nach vorne kriegen. Geht's nach hinten? Runter? Nee, das muss man ruhig so rumlassen. Ladedruck maximal. Okay. Da kann man auch noch ein bisschen dran rumspielen. 6 natürlich schon heftig. Oha. So, bei der Qualität kann man natürlich noch was gut tun. Keine Ahnung, was das bringt, aber. Auf das hier ein bisschen was. Ja, die Turbine kleiner machen, aber dann kriegst du doch Probleme mit dem. Ja, nee. Das kann man nicht machen. Dann kriegen wir hier ein Problem mit dem Dings. So. Jetzt ist der Verdichter zu klein. Und den hinterherziehen. So, dann brauchen wir noch ein bisschen die Turbine und dann noch ein bisschen Ladeluftkühler, damit er auf 100% kommt. Aber der kommt mir zu spät, der Toro, ne? Also der kommt ja echt hier hinten erst rein. Das ist ja am Anfang fast gar keine Leistung hier. Bis 5000 Umdrehungen. Na gut. Na gut, der optimale Bereich soll ja da hinten sein. Wir müssen sowieso das Ventilflatter dann noch erstmal loswerden. Dass noch wieder wüsste, wie das ging. So, Kolben kann hier derzeit die Kolbenbelastung durch hohes Drehmoment, Zuverlässigkeit 1250 Newton kann ich mit dem Drehmoment draufhauen. Kolben können bis 1030 Umdrehungen, die Pleuel auch bis 10.300. 30 Kurbelwelle kann sogar bis 10.600 und kann 2000 Newtonmeter ab. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Gut. Ja, was hilft gegen das Ventilflattern? Gegen das Ventilflattern hilft mehr Ventile einbauen, ne? Aber mehr Ventile geht nicht, aber wir könnten hier vielleicht die Mitte von dem. Eine Kurbel ein bisschen runtergehen, kriegen wir Klopfen rein, okay, warte, so. Und. Ja, das macht das so ein bisschen breiter hier, ne, den Buckel, wo richtig Leistung ist. So, Ventilflattern, kann man den das hier mit runter? Ja, ne, das war auch. Oha, so, da gibt es Klopfen dazu. Das müssen wir rauskriegen, so. Gut. Ich weiß jetzt nicht, wo das jetzt herkam. Warte mal, Ventilflattern. Das hat man im Tutorial. Kriegen wir sofort das Klopfen rein. Eieieiei. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, Drehzahlbegrenzung könnten wir. Ach, guck mal, wenn wir die Drehzahl ein bisschen runternehmen, dann geht's auch weg. 9000 Umdrehungen. Mhm. Gut, steht ja auch da im hohen Drehzahlbereich zu Leistung. 700 kW kriegen. Muss das mal. Wollen wir uns das mal anhören? Die 700 kW klingen? Oh. 700 kW klingt schon mal nicht schlecht. So.
Gut, hier kann man Ventilflattern auch verhindern, ne? Wo war das? Irgendwo stand doch dabei, dass ich Ventilflattern bekriege damit. War das nicht hier vorne irgendwo? Ah, wir könnten noch ein Ventil dazu holen. Hör mal, wir können uns noch ein Ventil dazu holen. Ah. Dann haben wir auch ein bisschen höhere Drehzahl vielleicht. Aber warum sind wir denn jetzt mit mehr Ventilen 50 kW losgeworden? Sind wir gar nicht. Oder mehr. Wie bin ich denn da jetzt drauf gekommen? Gut. Dann können wir das aus Doppelwellenprofil wieder ein bisschen anpacken hier. Fast 1000 Newtonmeter und 1000 PS haben wir fast. Da geht's nicht weiter. So, okay. Achso, wenn ich das schon auf 100 stelle, dann brauche ich sowieso kein variablen Nockenwellenprofil mehr. Haha. So, dann. Aber es bringt trotzdem was, also lassen wir es drin. Gut. Wie sieht es jetzt hier aus? Turbolader, Verdichter. Oh, der Verdichter ist wieder zu klein. Da habe ich ihn hinterherziehen. So. Die Turbine ein bisschen anziehen. Und dann brauchen wir natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen Ladeluftkühler. Ist doch alles kein Problem. Kriegen wir ran. So. Ups. Oh. Oh. Gut, und dann können wir hier wahrscheinlich. Moment, jetzt kommen wir da mal hin. Oh, jetzt kriegen wir das Klopfen rein. Eieieiei. Hätte mal die ganze Sauerei hier. So. Gucken wir mal, wie viel Drehzahl wir noch dazu kriegen. Okay, okay, okay. Dann machen wir halt eben. Machen wir das bis dahin. Hier ist eh keine Leistung mehr zu gewinnen. Aber wir können halt eben bis wupp, über den Berg der Leistung kurz drüber und dann schalten und dann wieder dahin fliegen. Und dann sind wir. Oh, 436 kW. Boah, da brauchen wir jetzt mal einen anständigen Motor. Ich glaube, den kriegen wir nie auf der Straße gehalten, den Kahn. Wir hören uns den nochmal an zum Abschluss. Und wir gucken uns noch an zum Abschluss. Hier hinten. Da hat er nachher irgendwo keine Leistung mehr, aber wir haben Spitzenwerte. Fast 1000 Newtonmeter Drehmoment. Da muss erstmal ein Getriebe für bauen, dass das was ab kann. So, dann wollen wir mal anschauen, wie uns, wo sieht denn jetzt der. Oh, da haben wir hier, da ist die Effizienz am höchsten. Ja, ja, ja. Oh, macht ja nichts. So, wo komme ich denn? Wie könnte ich denn das hier runterblättern? Warte mal. Hä? Hab jetzt nicht. Ah, hier, da. So sieht unser Motor aus, den wir jetzt gebaut haben. Automation Turbo. Das ganz gute Gerät hat erstmal richtig Leistung. Ich glaube, der Ladeluftkühler, der sieht schon brachial aus, muss man ehrlich sagen, von der Fläche her. Und dann lassen wir den jetzt mal so langsam vor sich hinputteln. So, dann schauen wir uns nochmal an. Einmal eine kurze Kamerafahrt links herum. Ich werde noch mal versuchen umzurechnen, wie viel PS das sind. Moment, das kann man doch bestimmt, kann ich doch bestimmt bei Google jetzt einfach mal sagen. Hört euch ehrlich das Rauschen? Also ein bisschen Motorsound muss sein. Rumchillen. So, lassen wir das. Ich hoffe, ich bin nah genug dran am Mikrofon und dann gucken wir bei Google einfach mal PS. Was ist denn das? 836 kW in PS. Ich glaube, in PS. So. Das sind mal glatt weg 1136 PS. Ja. Also, wir haben 1136 PS hier als Motor gebaut. Ich würde mal so sagen, der Wunsch nach einem Supersportler wird hier, ich sag mal so, die Karosserie ist natürlich eine ältere, aber der Motor ist natürlich sehr, sehr neu. Ja. Wie nennen wir den? Liter, upsala,
4 Liter Hubraum. Oh, schreiben wir was? 1100, was habe ich hier? 1136, wird wir uns nicht übertreiben. 1136. Kärtchen. So. Also ich sag mal so, der Motor, der ist nicht schlecht. Den kann man wirklich so mal mitnehmen. Wir schalten mal den hier weg. Dann gucken wir da mal rein, wie es da aussieht. Und dann müssen wir den auch mal wegschalten. Das sieht natürlich schon richtig geil aus hier. Oh ja, das hat was. Oh, das wird Spaß machen. Oh, wird der Spaß machen. Glaubt mir, der macht Spaß. Gut, das soll es dann erstmal gewesen sein für diese Folge. Denn wir werden diesen Motor noch in eine Karosserie reinbauen. Ich denke mal, werden wir da zwei Folgen ein bisschen Karosserie gebaut haben. Und dann werden wir ihn natürlich auch Probe fahren. Und mal richtig schön gucken, was man mit dem Motor auf dem Testtrack so hinkriegt. Ich glaube, wir werden sehr viel am Fahrwerk rumspielen, dass wir da irgendwie in den Kurven bleiben, weil 1000 PS und du trittst drauf und du machst den als Heck angetrieben, den kannst du nur Allrad angetrieben machen, weil sonst jetzt wird mit das Heck kriegen. Boah, alles klar. Gut. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen und ja, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.